Ja, hallo zusammen. Ich bin jetzt live auf Facebook und heute geht es um das Thema Selbstliebe. Und wenn ich später noch Zeit habe, dann werde ich auch ein bisschen was über meine Morgenroutine erzählen, die sehr viel damit zu tun hat, weil ich schenke mir morgens immer die Zeit und die Aufmerksamkeit für mich mehr, für mich selbst. Hallo Paulina, hallo Florian. Schön, dass ihr mal reinschaut. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Selbstliebe und wie wir das von Egoismus unterscheiden können, warum wir beide beachten sollten, also nicht den Egoismus völlig ausgrenzen sollten und warum Selbstliebe unbedingt wichtig ist für uns, damit wir den nächsten Schritt machen können, weiterzukommen. Und hallo Martin. Ja, jetzt trudeln Sie langsam ein, meine Gäste, das freut mich. Es hat ein bisschen länger gedauert, 10 Minuten Verspätung. Ich musste erst zusehen, dass die Technik hier alles steht und ja, die Kinder sind auch noch wach, also war es wieder viel Trubel. So. Ich komme gerade aus dem Sport, also ich bin energiegeladen und erschöpft zugleichermaßen. Ich mache hier seit 4 Monaten wieder Karate-Training. Habe ich lange Zeit ausgesetzt, jetzt bin ich wieder, habe ich wieder angefangen und es tut mir richtig gut, 2-mal die Woche wieder richtig trainieren zu gehen. Und das wird auch eines meiner Mindset-Challenge sein, wieder so regelmäßig Sport zu machen, dass ich mir wieder meinen Waschbrettbauch antrainiere und entsprechend auch die Ernährung umzustellen. Damit das möglich ist, also meine 21-Tage-Mindset-Challenge wäre dann zum Beispiel auf Brot zu verzichten. Aber das soll nicht das Thema heute sein. Heute geht es um Selbstliebe. Ja, dass das nichts Schlimmes ist, dass das auf keinen Fall mit Egoismus zu verwechseln ist. Und natürlich will ich euch am Ende auch viele Ticks und Tipps und Tricks an die Hand geben, die euch vielleicht weiterhelfen, wie ihr in eurem Leben Selbstliebe erfahren dürft, könnt, mehr auf Achtsamkeit für euch selber schenkt. Und hallo Petra, schön, dass du reinschaust. Ja. Also Selbstliebe ist ein sehr wichtiger Aspekt, wenn wir über Erfolg und Mindset sprechen wollen. Egal in welchem Bereich, sei das jetzt sportlich oder als Unternehmer, in der Politik, in meiner Selbstentwicklung als Papa. Denn erst wenn ich Selbstliebe empfinde für mich, kann ich die Liebe auch weitergeben. Und die Liebe ist mit Sicherheit die stärkste Kraft im Universum, das wissen wir alle. Vielleicht ist sie sogar die Urmatrix, die Schöpferkraft, die uns alle hier verbindet. Die Liebe Gottes, egal in welche Religion wir gehen, es geht eigentlich immer um die Liebe. Doch irgendwie verwechseln viele, ich habe auch ich lange Zeit verwechselt, Liebe mit, oder sitzen Liebe eins zu eins mit körperlicher Liebe, mit die Liebe zwischen Mann und Frau, die Liebe von Eltern zu ihren Kindern. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, aber das ist eben nicht alles in der Liebe. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Selbstliebe, aber darüber hinaus natürlich auch die Liebe zu allem, was uns umgibt, also die Liebe zur Natur, zu Tieren, zu anderen Menschen. Das muss keine sexuelle Liebe sein oder kein Begehren sein, sondern das kann ist einfach eine sehr extreme Form der Achtsamkeit, der Wertschätzung. Und die sollten wir eben in erster Linie uns selber schenken. Denn erst wenn wir uns so annehmen, wie wir sind, können wir anderen Menschen auch diese gestatten, von uns angenommen zu werden. Hallo Pierre, schön, dass du reinschaltest. Thema heute ist Selbstliebe. Ja, aber viele Menschen verwechseln eben Selbstliebe mit Egoismus. Und nicht ohne Grund, weil sie beide sehr stark miteinander zusammenhängen. Ja? Sie sind im Prinzip die zwei Seiten einer Medaille. Wir haben auf der einen Seite die Selbstliebe, die uns mit unserem höheren Selbst verbindet, also das Higher Self und der Egoismus, das kleine Ego bei uns, das uns mit unserem Lower Selbst verbindet. Also Engelchen und Teufelchen, wenn ihr so wollt. Aber wir leben nun mal in einer polaren Welt. Alles hat zwei Seiten, hell und dunkel, schwarz und weiß, Yin und Yang. Wie oben, so unten, im Innen wie im Außen. Und genauso ist es eben mit der Liebe. Wenn wir zu sehr in die eine Richtung gehen, bekommt das ein Übermaß. Wir fallen in den Egoismus.
Wir verlieren unseren Fokus für uns selbst und das, was wir im Leben erreichen wollen und suchen oder verlieren den Anschluss an unser Innerstes, unsere inneren Wünsche und suchen den Anschluss im Außen, was dann zu Neid, zu Eifersucht führt auf beiden Seiten, also nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns selbst. Ja? Wenn wir zu sehr im Ego drin sind, dann sind wir sehr am Materiellen verhaftet und das ist natürlich natürlich, weil der Egoismus, der gesunde Egoismus ist natürlich ein Selbstschutz. Er gibt uns Sicherheit, also er sorgt dafür, dass wir unsere Existenz sichern. Er setzt unsere Selbstachtungskräfte in Gang, im Moment unsere, ja, er ist unser Lebensinstinkt und vertritt unsere Bedürfnisse nach körperlicher Existenz, Daseinsberechtigung und Anerkennung, ja? Das Lower Self, der Egoismus. Also ist ein gutes Maß an Egoismus nicht verkehrt. Aber gleichzeitig ist auch Selbstliebe, ist auch Egoismus eine Art von Mangel, nämlich Mangel an Selbstliebe. Wir können also Egoismus, wenn wir möchten, gleichsetzen mit Mangel an Selbstliebe. Und der Mensch, der sich ständig im Mangel befindet, sucht eben dann die Befriedigung oder die Liebe im Außen, bekommt sie dann oft nicht oder schlägt dann über die Stränge und erntet dann Neid und Eifersucht oder empfindet Neid und Eifersucht. Ja, und das Higher Self, die Selbstliebe, die verbindet uns dann eben mit Hi Lauren, hallo Sonja, schön, dass ihr zuschaut. Es geht heute um Selbstliebe. Ja, im Englischen haben wir das sehr schön auch in Worten getrennt, ja. Selfishness ist nicht das gleiche wie Egoistik, ja. If someone is egoistic, he is very egoistisch und selfish haben wir im Deutschen leider nicht, ja. Dann sind wir auf uns selbst. Wir setzen das im Deutschen einfach gleich, aber es ist nicht das Gleiche. Ich habe vorhin schon gesagt, es sind zwei Seiten einer Medaille und sie gehören beide zum Leben dazu. Wir sollten beide Beachtung schenken. Hallo Vicky, schön, dass du reinschaust. Ja, und unsere Selbstliebe können wir eben gleichsetzen oder können wir unsere Selbstliebe verbindet uns mit unserem Higher Self, mit der Ursprungsenergie, mit Prana, mit Ki. Und wenn wir uns so vorstellen, der Egoismus, der ist in diesem Körperlichen drin und vertritt unser Körperbedürfnis, unser Ausdrucksbedürfnis, das Bedürfnis nach Anerkennung und das Higher Self als Gegenpol dazu eben das Bedürfnis nach Anbindung an die göttliche Ursprungsenergie oder an andere Menschen auch. Ja, der Egoismus, der grenzt eher ab, der beschützt uns und die Selbstliebe, die öffnet uns wiederum. Ja, und nur wer sich selbst liebt, wird auch andere Menschen lieben können. Denn wenn ich keine Liebe für mich selbst übrig habe, wie soll ich sie dann weitergeben? Wie soll ich anderen Menschen meine Liebe geben, wenn ich sie nicht habe, wenn ich sie nicht besitze, diese Liebe? Sie muss erst durch mich hindurchfließen, mit Prana, mit der Atmung. Zur Atmung kommen wir später noch ein bisschen mehr, wenn ich über meine Morgenroutine spreche. Ja, also. So viel zur Abgrenzung zwischen Egoismus und Selbstliebe. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich meine, die meisten, die jetzt hier reingekommen sind, die kennen mich Gott sei Dank von früher, ganz früher oder von kürzlich früher. Aber vielleicht sage ich doch noch ein paar Worte, weil viele vielleicht das Video einfach hinten im Nachhinein sehen. Stelle ich mich kurz vor, ich bin der Holger. Ich bin ein vielbegabter Scanner, eine Scannerpersönlichkeit. Also ich habe 100.000 Ideen und möchte am liebsten alle diese Ideen in Projekte und in greifbare Dinge und Dienstleistungen umsetzen, was natürlich nicht funktioniert. Das ist diese Paradoxon der Vielbegabung und trotzdem ist es meine Natur und ich will alles ausleben. Und meine Berufung ist eben auch an anderen vielbegabten Menschen, hochsensiblen Menschen zu helfen, ihre eigene Berufung zu finden und mit ihrer Vielbegabung ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Als Mindset-Coach helfe ich dir, dein Mindset, dein Unterbewusstsein, deine Glaubenssätze so zu programmieren, dass du eben nicht mehr im Trüben tümpelst, sondern nicht mehr mit deinen Blockaden in alten Gewohnheiten verhaftet bist, sondern eben deine Komfortzone erweiterst und ausbrichst aus den alten Kreisläufen, Neues beginnst und das Neue erfolgreich umsetzt. Ja,
kurz zu mir. Ich versuche jedes Mal, wenn ich live gehe, ein bisschen einen anderen Aspekt hervorzuheben. Diesmal war es meine Berufung, wobei man nicht sagen kann, man hat als Vielbegabter eine Berufung. Man hat natürlich als Tausendsasser tausend Berufungen. Man kann aber nicht alles auf einmal machen. Und früher war ich Sprachwissenschaftler, jetzt bin ich eben Coach und Impulsgeber für hochsensible und vielbegabte Menschen. Kommen wir zu den Techniken, zu den Übungen, wie wir unsere Selbstliebe mehr in unser Leben einladen, was wir tun können, damit wir wieder mehr Selbstliebe erfahren können im Leben. Und da gibt es viele verschiedene Techniken. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, und da will ich die Worte von Stefan Hine hier mal verwenden, denn Selbstliebe ist Lieben, was ist, ohne Bewertung, ohne die Dinge zu hinterfragen, im Moment zu sein, das Jetzt voll auszuschöpfen, vom Jetzt erfüllt zu werden und sein, das eigene So-Sein so überhaupt erst zum Strahlen, zum Entfalten, zum Erwachen bringen. Also akzeptiere dich so, wie du bist und nicht wie andere oder dein Ego glaubt, wie du sein solltest oder sein könntest. Natürlich kannst du verschiedene sein. Wir alle verschlüpfen in verschiedenen Rollen, je nachdem, mit wem wir uns unterhalten, je nachdem, was wir gerade gegessen haben oder gesehen oder gehört haben. Also es gehört auch Hygiene dazu, Körperhygiene. Was lassen wir uns an uns ran? Mit was für Gedanken beschäftigen wir uns? Wenn wir uns die ganze Zeit nur von der Glotze berieseln lassen, wird es schwer sein, unsere Selbstliebe Raum zur Entfaltung zu geben, sondern dann werden wir eben viel von vielen anderen Gedanken und Emotionen gesteuert. Ja, das Fernsehen ist ein Manipulationsmechanismus, der sehr gut funktioniert und dem sollten wir uns nach und nach entziehen, wenn wir mehr in unsere Mitte kommen wollen und Selbstliebe wieder erfahren wollen. Also, nimm deine wahre Natur an, ohne sie zu bewerten. Das heißt, du hast natürlich nicht nur gute Seiten, du hast auch deine Schattenseiten und die gehören zum Leben dazu. Und das macht deinen Charakter aus. Du sollst nicht, du bist perfekt so, wie du bist. Das ist wieder dieses Paradoxon. Ja? Wir wollen uns natürlich stets selbst entfalten, selbst entwickeln, unser Leben transformieren, aufs Höchste pushen, aber gleichzeitig sind wir schon in diesem Moment so perfekt, wie wir sind. Ja? Alles darf sein. Es ist ja sowieso, um meinen Lieblingsmentor Thomas Nesselberger mal zu zitieren. Und so kommen wir eben dann auch Schritt für Schritt in diese Selbstliebe hinein, indem wir von Moment zu Moment das annehmen, was uns das Leben bietet. Ja, und dazu gibt es verschiedene Übungen. Du kannst dich zum Beispiel vor einen Spiegel stellen, das ist das Einfachste. Stell dich vor einen Spiegel und lächle, schenk dir ein Lächeln, schenk dir Dankbarkeit, schenk dir Selbstachtung. Denn Selbstliebe ist nicht nur Liebe, es geht nicht um Liebe, es geht um Wertschätzung, es geht um Selbstachtung, Selbstheilung, dein Selbstbewusstsein zu entwickeln und zu stärken. Ja? Und das kannst du am besten, wenn du dir einfach mal im Spiegel ein Lächeln schenkst und dir ruhig mal auf die Schulter klopfst. Ja, und dem schenkst du dann natürlich auch dem Ego wieder mehr Aufmerksamkeit und das verkümmert nicht, weil das Ego will natürlich auch angenommen werden und es gehört genauso zu dir dazu. Also negiere es nicht. Ja, morgens und abends dankbar sein ist natürlich auch schön, wenn du im Bett liegst, morgens noch aufwachst, gerade nicht irgendwie schon in den Trott reinkommen, sondern schenk dir einen kurzen Moment der Achtsamkeit für dich selbst und genieße dieses Hineingleiten in den Tag. Am besten hast du keinen Wecker, der dich wach rabbelt, sondern ich habe immer dieses Vogelgezwitscher, das heißt nicht, dass ich dann deswegen länger schlafe, die erste Vogelzwitscher geht an und sofort bin ich irgendwie wach. Also man hat sich ja dann doch darauf konditioniert. Und abends kannst du natürlich auch Dankbarkeit üben. Ich mache das immer sehr gerne. Ich habe ein Buch der positiven Dinge. Da notiere ich mir in bestimmten Kategorien ein, notiere ich mir die positiven Dinge des Tages. Also welche Menschen ich getroffen habe, welche netten Gespräche ich hatte, welche Impulse ich von anderen bekommen habe, welches Feedback, welche Erfolge ich hatte. Ja, heute kann ich reinschreiben, ich hatte heute wieder ein tolles Karate-Training und war erfrischt und energiegeladen, hatte mit Menschen zusammen. Was hat mir Freude bereitet an dem Tag heute? Welche Gewohnheiten habe ich überwunden? Welche neuen Glaubenssätze habe ich gestärkt? Wie ist meine Routine? Wie ist meine Selbstachtung? Und so weiter. Erfolg, Geld, Mindset, kann man alles niederschreiben. Und das hilft dir eben auch. Oder damit schenkst du dir eben Selbstachtung und Aufmerksamkeit. Ja, der innere Kritiker, Hygiene hatten wir schon, Körperpflege. Zum inneren Kritiker komme ich gleich. Du kannst natürlich,
Du solltest natürlich dich sowohl von innen als auch von außen reinhalten. Ich meine jetzt nicht steril halten, sondern du solltest dir, wenn du dich duschst, das bewusst und nicht schnell unter die Dusche hüpfen, sondern dusche dich bewusst. Öle dich auch mal ein oder creme dich ein und schenk dir dabei Aufmerksamkeit und reinige dich auch von innen. Das heißt, achte darauf, was für Lebensmittel du oder was überhaupt, was du in deinen Körper reintust. Dein Körper ist dein Tempel. Du bist ein schöpferisches Wesen. Und wenn es noch so, ich will jetzt niemandem vorschreiben, was er essen soll, um Gottes Willen. Jeder soll sein Leben so leben, wie er es für richtig hält. Ich bin kein Dogmatiker, aber dein Körper wird es dir danken, wenn du ihm nur Gutes tust, ja. Wird er sich sehr freuen. Und zum inneren Kritiker, wenn dann eben mal das Ego zu stark wird und sich nach vorne drängt, dann gib ihm den entsprechenden Raum, die Achtung, dass es gesehen wurde, aber dann kannst du eben halt auch sagen, halt, mein inneres Wesen sagt eigentlich was anderes. Höre auf deine innere Stimme, hör auf deine Intuition, du weißt genau, was für dich richtig ist. Und dann gebe ich dir den powervollsten Spruch überhaupt. Das powervollste Mantra in meinen Augen, was du überhaupt verwenden kannst, ist: Was will ich manifestieren? Hier und jetzt. Will ich jetzt Kummer? Will ich jetzt Frust? Will ich Eifersucht und Neid manifestieren? Werde dir klar, verschaff dir Klarheit in diesem Moment: Was will ich manifestieren? Ich will nach vorne gehen. Ich will nicht wieder in meine alten Gewohnheiten zurückfallen. Ich will nicht aggressiv sein, auch wenn nur meine Kinder mich gereizt haben. Ich lass das kurz zu, stelle dann fest: Okay. Es darf kurz raus, aber dann bin ich wieder in meiner Mitte oder ich komme dann wieder in meine Mitte und entschuldige mich bei meinen Kindern, wenn es zu übel war. Passiert natürlich trotzdem immer. Wir sind ja nur Menschen. Und diese Wut, die will auch ihren Raum haben. Das meine ich mit Ego. Ansonsten fordert sie sich irgendwann ein und schlägt dann über die Stränge. Also, was will ich manifestieren? Wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Also verschaff dir Klarheit. Und dann schenke dir Zeit für dich. Und das mache ich eben in meiner Morgenroutine. Ich stehe jeden Morgen um 4:45 auf und es sei denn, es wird dann abends zu spät. Also wenn ich jetzt nach 12 ins Bett gehe, dann natürlich nicht mehr. Aber ich brauche die Zeit, weil der Leonard, der geht um 7:30 aus dem Haus. Ich brauche dann die 2,5 Stunden oder die 2 Stunden, um mir morgens diese Zeit für mich zu haben und zu nehmen. Und später erzähle ich euch dann auch noch, was ich genau dann mache. Ja, schenk dir was, gönn dir was. Geh mal mit dir selbst einkaufen. Viele machen es vielleicht sowieso schon. Viele sind aber auch zu geizig, wollen das Geld nicht aus dem Fenster schmeißen, aber investiere in dich selbst, könnte man es auch sagen. Also ich meine, wir reden nicht nur von Kursen oder Workshops oder was auch immer, sondern auch von Lektüre, und dann natürlich auch von Achtsamkeit. Also schenk dir mal selbst ein Weihnachtsgeschenk, ein Geburtstagsgeschenk, ein Buch, einen Ausflug. Geh mit dir spazieren, schenk dir Zeit. Und nehmen sie dir dann auch. Ja. Und nicht nur, am besten notierst du es dir im Kalender, dass du dir auch tatsächlich an dem Tag habe ich eine halbe Stunde für mich und also um die Uhrzeit nehme ich mir dann auch die Zeit. Ja, das Buch der positiven Dinge, das hatte ich schon angesprochen, das ist ein powervolles Tool, um überhaupt sich über die Tagesabläufe bewusst zu werden. Und wann, du merkst eben dann auch, wenn du den Tag am Abend so reflektierst, wann, in welchen Situationen komme ich leicht aus meinem Gleichgewicht, aus meiner Mitte. Und wann finde ich mich und wie finde ich mich dann wieder? Ja. Und je öfter ich das mache, umso schneller trainiere ich mir das an und kann dann auch beiden Seiten den Raum geben, weiß aber dann genau, okay, jetzt ist wieder Zeit, sich zu fokussieren und so nach vorne zu schauen. Oder nicht nach vorne, ins Jetzt zu schauen. Was möchte ich gerne jetzt sein oder fühlen? Ja, verzeihe dir. Jeder hat mal Scheiße gebaut und es ist vollkommen in Ordnung. Und Scheitern ist absolut erlaubt. Scheitern gehört zum Leben dazu. Wer nicht scheitert, der hat auch nichts unternommen, hat auch nichts von Bedeutung unternommen. Jeder Unternehmer scheitert irgendwann in seinem Leben und lernt daraus und nutzt dieses Wissen, nutzt diese Erfahrung, um es im nächsten Mal anders oder besser zu machen. Ja? Also Scheitern gehört dazu und erlaube es dir zu scheitern. Gib dir die Erlaubnis dazu zu scheitern und nicht wieder paradox und perfekt zu sein. Natürlich sind wir perfekt, aber gib dir die Erlaubnis, auch deine schlechten Seiten ausleben zu dürfen. Ja? Und verzeih dir dafür, dass wenn du mal anderen Schlechtes getan hast, ja. Und verzeih auch den anderen natürlich. Ja, das Leben einfach mal nicht so ernst zu nehmen, sondern mit Leichtigkeit und Freude
zu genießen, weil dafür sind wir ja hier. Es ist zwar die Schule des Lebens, aber wir sind hier, um freudvoll das Beste daraus zu machen, uns zu entwickeln und nicht in Frust und Gram, in Mangelbedürfnis zu verharren, sondern wir wollen uns entfalten. Wir sind eine Blüte, ein Diamant, der seine ganzen Facetten zum Funkeln bringen will, ja. Und es ist jetzt völlig egal, ob wir vielbegabt oder normalbegabt oder ob wir hochsensibel oder normalsensibel sind. Das betrifft alle. Ja, wir wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Wir wollen nicht nur arbeiten, wir wollen auch Spaß im Leben haben. Ja? Wir wollen Dinge ausprobieren, wir wollen auch mal Dinge vermasseln und komische Sachen essen, gute Sachen essen, das gehört alles dazu. Ja? Aber mach es bewusst und man nimm es dir zu Herzen und schenk es dir selbst. Mach es nicht für irgendwelche anderen Leute, sondern mach es für dich. Ja? Komm in deine Mitte. Ja. Lächle, das hatten wir schon, lächle in den Spiegel, aber lächle auch in den Spiegel der Gesichter der anderen. Ja? Jedes Gesicht ist ein Spiegel. Das, was wir ausstrahlen, werden wir auch zurückbekommen. Der Bauer weiß genau, dass wenn er Hirse ausgesät hat, nicht Roggen ernten wird, sondern das, was wir säen, ernten wir. Und wenn wir lächeln und freudvolle Begegnungen aussehen, dann werden wir auch genau diese in unser Leben ziehen. Höre auf deinen Körper, auf deine Intuition. Was möchte er gerade jetzt? Möchte er jetzt? Braucht er jetzt Achtsamkeit von dir, Aufmerksamkeit von dir oder möchte er jetzt Sport machen, wenn du dich nicht dabei wohlfühlst? Ich meine, bei Sport hat man meistens seine Routinen und weiß schon, wann man rausgeht, aber wenn du merkst, es geht heute nicht, dann ist es auch in Ordnung. Überfordere dich nicht, ja? Hör auf deinen Körper. Und stelle dich aber auch andererseits deinen Herausforderungen, um daran zu wachsen. Ja? Bleibe nicht in der Komfortzone, auch wenn es so angenehm ist, aber wenn du dich weiter pushen willst und entwickeln willst, dann geh aus der Komfortzone raus. Das können nur kleine Schritte machen, ja. Das kann anfangen mit einfach mal einen anderen Weg zu nehmen, ja. Oder morgens vielleicht eine halbe Stunde später aus dem Bett zu steigen und wenn es nur spazieren gehen ist, ja. Jetzt im Winter ist es zwar kalt draußen, aber ich war letztens unten am Rhein im Eisbaden. Es war auch schweinekalt, aber selbst da waren nicht nur Hundegänger draußen. Es war 7:30. Da waren Spaziergänger unterwegs bei -7 Grad morgens um 8 ohne Hund. Und es tut so gut, die frische Luft zu atmen. Atmen, atmen, da kommen wir nachher noch zu. Sei ehrlich zu dir und natürlich zu anderen. Wenn du nicht ehrlich zu mir, wenn ich nicht ehrlich zu mir bin, wie kann ich dann ehrlich zu anderen sein? Und das ist ja das A und O in jeder erfolgreichen Kommunikation und unternehmerischen Tätigkeit. Natürlich ist nicht jeder Unternehmer ehrlich, aber das, was wir aussenden, kommt irgendwann auch zu uns zurück. Ich muss mal einen Schluck Tee nehmen, meine Stimme versagt langsam. Ja, und sei für dich der wichtigste Mensch in deinem Leben. Das ist echt ein Glaubenssatz, den wir uns wieder antrainieren müssen. Als Kinder wussten wir sofort, da gab es zwar auch Mama und Papa, aber wir wollten etwas für uns beanspruchen. Das hat sich natürlich auch das Ego durchgesetzt. Aber nimm dich wieder als den Mensch, den wichtigsten Mensch in deinem Leben wahr. Denn nur wenn du für dich im Reinen bist, wenn du gesund bist, kannst du auch für andere sorgen. Wenn du nicht auf dich achtest und dich nicht ernst nimmst, dich vernachlässigst, wirst du krank oder im schlimmsten Fall ja, ein frühzeitiges Ende haben. Nimm dich sehr ernst, also nimm das Leben zwar mit Spaß zu, nimm das Leben mit Freude und mit Spaß an, aber achte auf dich und schenke dir selbst die größte Aufmerksamkeit im Leben, weil dann kannst du sie auch anderen geben. Wenn du in Einklang bist mit dir. Ja, und das war's von meinen Tipps. Jetzt kommt aber noch zwei wichtige Punkte, wo ich nochmal genau darauf eingehen möchte. Und das ist, hallo Christine, hatten das Thema Selbstliebe. Ich bin jetzt schon recht weit am Ende. Ich hatte ein paar Tipps gegeben, aber jetzt kommen die zwei wichtigsten. Also die kannst du noch mitnehmen. Nämlich vernachlässige nicht dein Ego, auch wenn man das Ego gerne ein bisschen, Heilo Rami, auch wenn man das Ego am liebsten beseitigen möchten, in manchen Situationen umso stärker wollen, aber wir wollen beide Parteien gleichsam Achtung schenken. Denn das Ego fordert sonst seinen Tribut ein. Wenn wir es zu sehr vernachlässigen, dann wird es irgendwann ausbrechen und dann wirst du in Wut und Aggression vielleicht verfallen und das wollen wir ja gerade vermeiden. Das darf auch mal sein, aber dann würden wir so schnell wie möglich wieder unsere Mitte finden. Ich habe vorhin schon gesagt, das Leben ist, wir sind in einer polaren Welt. Wir haben den Nord- und den Südpol, wir haben hell und dunkel, wir haben Frau und Mann, wir haben oben und unten, wir haben Yin und Yang eben. Ja, wie im Innen, so im Außen.
Und wenn wir beide Seiten, man kann sagen, das Engelchen und das Teufelchen, gleichermaßen Beachtung finden, Beachtung schenken, dann sind wir eben genau in dieser Mitte, wo wir hinwollen und können zielgerichtet und fokussiert durch den Alltag gehen. Und der zweite wichtige Punkt ist die Atmung. Denn Liebe ist meines Erachtens nichts anderes als Prana, als Energie, die wir über unsere Atmung eben in unseren Körper hereinlassen können. Es gibt natürlich zig verschiedene Gurus und Atemmethoden. Und dann da finde einfach heraus, was für dich am stimmigsten erscheint. Ja, wir können flach atmen. Bevorzuge eher die tiefe Atmung, aber die natürliche Atmung. Also ich mache auch die Atmungstechnik nach Wim Hof, aber die mache ich eher zur körperlichen Stärkung, um Sauerstoff zu tanken und CO2 rauszulassen. Also müsst ihr mal googeln, die Wim Hof Methode. Um Prana zu atmen, versuche ich immer eher ein gleichmäßiges Atmung zu haben und mache dann noch die Wechselatmung, also durchs linke Nasenloch ein, durchs rechte Nasenloch aus. Und auch die Luft an Anhaltung. Also ich atme durch das Scheitelchakra ein, beziehungsweise ich fange eigentlich in der Erde an, atme die Erdenergie ein als goldenes Licht, halte sie im Bauch und im Herzraum, also beim Einatmen geht es durch den Herzraum, da halte ich sie für 3, 4 Sekunden ganz natürlich und lasse sie dann durch das Scheitelchakra wieder hinaus und dann atme ich die und nehme Kontakt zu meinem höheren Selbst auf, dann nehme ich die Energie wieder nach unten hin in meinen Bauchraum ein, verbinde mich mit Herz und Kronchakra, Scheitelchakra und lasse die Energie wieder nach unten hinaus. Mach das vor dem offenen Fenster, nehme die Decke um, damit es mir nicht zu sehr kalt wird und mach das dann 2, 3, 4, 5 Minuten, dann die Wechselatmung und da kommen wir auch schon zu unserer Morgenroutine. Also du kannst ja durch jede Atmung nehmen, die dir am besten passt. Du kannst auch einfach die Atmung weglassen, direkt Yoga machen. Aber ich finde, das Effektivste, was man machen kann oder was ich für mich herausgefunden habe, was für mich stimmig ist, ist erst eine Atemübung am Morgen. Dann mache ich Yoga, das heißt den Körper aktivieren, in Bewegung bringen. Yoga ist ja auch mit sehr, je nachdem, wie man es betreibt. Also ich mache Kundalini-Yoga, das heißt, ich habe dann meditative Abschnitt und ein bisschen Hatha Yoga, die eher diese, also oder Vinyasa Flow mäßig, die Abschnitte drin, wo ich aber auch sehr fokussiert atme und meine Mitte finde. Und wenn ich dann meine Yoga-Runde vorbei bin, dann kommt eben der dritte Teil, das ist deine Augen zu fokussieren. Ich mache das, indem ich chante, also wie im Nichiren-Buddhismus. Da wird normalerweise der Gohonzon angechantet. Der Gohonzon ist die Reflexion deines inneren Selbst. Also du schenkst dir da auch wieder die Selbstliebe. Die Selbstliebe. Hallo Miri, schön, dass du noch reinschaust. Und beim Chanten fokussiere ich mich dann eben auch auf einen Punkt. In der Regel bin ich selber, weil ich mich im Spiegel oder beziehungsweise in der Glasscheibe in der Tür sehe. Das ist morgens noch dunkel, da sehe ich mich dann durch das Kerzenlicht. Du kannst aber auch ein Blatt nehmen, die Kerze selbst oder deinen Gong oder was auch immer du hast, wenn du keinen Gohonzon hast, auf den du dich fokussieren kannst, so wie ich. So, und durch die Fokussierung, du lässt deine Augen konzentriert auf diesen einen Punkt so lange und lässt sie dabei offen, die Augenlider bleiben offen, du fokussierst dich auf deinen Gesang, auf deinen Chanten und eben auf deinen, hey, ich könnte auch mal winken, wie macht man das nochmal hier? Kann es jetzt nicht, aber ich winke dir so, geht auch. Bei Instock geht es besser. Ja, und durch die Fokussierung lernst du eben, übst du eben deinen Geist klar auszurichten. Du atmest trotzdem weiter. Beim Chanten ist es natürlich wieder schwieriger, weil du erstmal Luft holst, dann alles auschantest und dann holst du wieder Luft. Du atmest weiter und fokussierst dich eben auf deine Ziele. In dem Moment ist es natürlich kein Ziel in der Zukunft, aber du übst dadurch, dich auf den Moment zu fokussieren, auf das, was hier und jetzt wichtig ist. Und alles andere ist unwichtig, ja. Alles andere lässt einfach draußen und bist einfach in deiner Mitte bei dir selbst. So, das ist der dritte Punkt. Also wir hatten Atmung. Also Chakrenatmung, je nachdem, was dir am besten gefällt, und dann eine Wechselatmung. Dann eine Yoga-Einheit, um den Körper zu aktivieren und dabei weiterzuatmen, die Muskeln und die Nerven alle in Gang zu bringen. Dann die Fokussierung und dann als drittes die Meditation. Als viertes die Meditation, also die stille Meditation. Du kannst natürlich auch eine Zen-Meditation machen. Das, was für dich stimmig ist. Ich gehe in meine Mitte, ich verbinde mich mit meinem höheren Selbst und lasse dann einfach die Gedanken ziehen. Oder mache eine Manifestationsübung. Halbe Stunde. Und so kommt dann eben halt alles zusammengenommen mit Klogang vorher und einen Tee kochen und all das und trinken,
anderthalb Stunden zusammen bis 2 Stunden und dann wecke ich den Leonard und dann mache ich ihn schulfertig und oder er macht sich dann schulfertig und geht dann aus dem Haus. So, und so schnell ist dann die Zeit zwischen 5 und 7 vorbeigegangen. Und so schnell ist dann auch der Live-Talk von heute zu vorbeigegangen. Ich bin im Prinzip an meinem Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte was Sinnvolles für euch mitnehmen. Oder wenn ihr das Video noch jetzt im Nachhinein angeschaut habt, wie auch immer, gebt mir bitte einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, was ihr für Einschätzungen zum Thema Selbstliebe habt, was ihr für Morgenroutinen habt. Und dann möchte ich natürlich nicht versäumt haben, euch auf die Mindset Challenge hinzuweisen. Die Website steht jetzt endlich. Sie ist noch nicht perfekt, aber die Anmeldeoption steht. Also 21 Tage Mindset Challenge startet am 4. Februar, geht 21 Tage und darüber hinaus für euch selbst. Ihr bekommt jeden Tag eine E-Mail von mir, eine Impuls-E-Mail, vielleicht mit einer kleinen Übung oder einer Achtsamkeitsübung oder einem Tipp, Trick, wie auch immer, oder eine Aufgabe. Nichts zu Großes. Zweimal in der Woche gehe ich dann auf Facebook Live und da können wir die Dinge besprechen und die Erfahrungen austauschen. Und es geht halt darum, dieses Jahr, das Jahr 2019, zu deinem Erfolgsjahr zu machen und dir das erfolgreiche Mindset anzutrainieren, das du brauchst, um egal was für Ziele es sind. Ja, also das ist nicht auf Business ausgelegt oder auf Sport oder auf Life Transformation. Du machst dir deine eigenen Ziele, deine eigenen Wünsche, Glaubenssätze, die du überwinden möchtest, aus Blockaden, die du lösen möchtest, und wir gehen das dann gemeinsam an. Und ja, es wird auf jeden Fall eine coole Sache. Ich bin schon ganz aufgeregt und ich darf euch noch eine Ankündigung machen. Also am 4.2. startet die Challenge. Ihr könnt jetzt schon auf also auf mindset-challenge.de gehen, da könnt ihr euch anmelden. Mein Blog ist auch schon eingerichtet, allerdings ist der noch, da bin ich noch am Basteln. Also ich habe im Moment sehr viel zu tun, allerhand verschiedene Aufgaben. Aber der erste Blogartikel ist heute veröffentlicht. Nämlich meine Top 50 Bucketlist-Dinge, also meine Top 50 Ziele, die ich im Leben so erreichen will. Hallo Michael, schön, dass du nochmal reinschaust. Und wenn ihr die haben wollt und ein bisschen Inspiration haben wollt, dann geht auf mindset-challenge.de /blog und da findet ihr meine Top 50 Bucketlist. Da ist einiges Interessantes dabei. Also Safari in Afrika, aber auch Pilotenschein machen oder den Kilimanjaro besteigen und so ein paar Dinge noch mehr. Ein Baumhaus bauen mit meinen Kindern. Also ich habe mir einiges ausgedacht und möchte euch dazu inspirieren. Und meldet euch bei der Challenge, gebt mir ein Feedback, gebt mir ein Like, teilt das Video mit euren Freunden, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, gebt mir vor allen Dingen Feedback, damit ich mich verbessern kann das nächste Mal. Und dann wünsche ich noch einen ganz wundervollen Abend. Ich freue mich, dass ihr so viele eingeschaltet haben. Und wünsche euch, ja, das Beste. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, macht's gut und love, unity and abundance to you all. Bis bald. Tschüss.